Heute zwei Themen einfach nur aufgrund der Zeit. Warum? Ganz einfach, es geht nach Los Angeles. Und zwar haben wir heute die zwei Themen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das erste Thema ist, dass die Lufthansa mit Streiks rechnen muss. Warum? Ganz einfach, weil die Gewerkschaft alles tut, damit sie streiken können. Und das zweite Thema ist Timothy Clark, der CEO von Emirates Airlines, und er ist der tiefsten Überzeugung, dass er aufgrund des A380 Probleme bekommt, weil es ihn nicht mehr gibt. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ja, die heutige Folge, wie ich eben schon angekündigt habe, ist hier aus Stockholm, aus Arlanda, aus dem Flughafen. Hinter mir seht ihr das Abfluggate für Los Angeles. Gate Nummer 62, nee 64, also eins weiter, 62, nochmal einen runter. Flugzeug ist schon da, aber es gibt da nicht so gute neue News von der Lufthansa. Deshalb müsst ihr abonnieren, auch bei der 101. Sendung Wien. Glockenbefehl gibt es auch, also den Abonnierbefehl, Glockenbefehl. Ich glaube, muss ich neu einführen jetzt auf der 101. Folge. Und ganz einfach unten kommentieren, aber auch ein Like da lassen. Ja, was ist passiert? Die Lufthansa hat den Perspektivvertrag gekündigt. Jetzt hat die Gewerkschaft der Flugbegleiterinnen, Flugbegleiter und Cockpit, die haben halt alle bei den Krisen, ja, sage ich jetzt einfach mal, Riesenprobleme gehabt. Und die Vereinigung Cockpit hat gesagt, hey, wir streichen den Manteltarifvertrag, wir kündigen auf und damit gibt es also ein Riesenproblem. Und es ist also nicht gelungen, der Lufthansa da einen Durchbruch zu erzielen. Man ist da immer noch thematisch von meilenweit auseinander. Ja, was soll man noch dazu sagen? Der Tarifvertrag ist am 31. März eigentlich sogar ausgelaufen. Die Aero hat das auch berichtet, dass man den Vergütungsvertrag, der seit 2017 geltenden Manteltarifvertrag für die Kerngesellschaft aufgekündigt worden ist. Was heißt das für uns? Ganz einfach, es kann gestreikt werden. Gestreikfähig wäre man dann ab Juli. Wir haben im Moment natürlich das Thema gehabt und das Problem gehabt, dass wir Probleme schon mit der Sicherheitskontrolle haben. Die gestreikt haben, die haben sich ja Gott sei Dank geeinigt, aber jetzt sind die Piloten dran. Man hat also immer das Gefühl, dass wenn der eine durch ist, dann kommt der Nächste. Wer wäre denn der Nächste nach dem Cockpit? Dann kommt natürlich die Kabine. Und insofern müssen wir einfach mal schauen, was man da macht. Man muss halt einfach gucken, worum es geht. Es geht einfach um die Größe des Tarifvertrages, heißt schon das die Flottengröße, so ist es mit dem Tarifvertrag. Und die Lufthansa hat da Zahlen genannt, die für die Piloten nicht zugänglich sind, rein mental. Und ich würde natürlich auch 25% von meinem Gehalt nicht einfach so weggeben, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Also insofern da kein Geheule. Was ist eure Meinung? Sagt ihr jetzt auch schon wieder, jetzt streiken, die haben wir ein Problem. Ist es vielleicht besser, wenn die Leute streiken von der Sicherheitskontrolle, weil das sozialverträglich ist, mit 19 Euro anstatt 20 Euro jetzt zu bekommen? Oder sind Piloten, die halt Luxusgehälter bekommen, da ausgenommen vom Streikrecht in euren Augen? Das heißt moralisch irgendwie, rechtlich dürfen sie es ja, aber moralisch eventuell. Schwierige Sache. Ich finde das immer problematisch. Lass uns einmal die Durchsage hin. Einer muss halt irgendwo hin, hat was vergessen. Also insofern, ich rede jetzt einfach drüber, betraf mich nicht. Also insofern ist nicht wie beim Ikea, wo man da steht und sagt, ja, der Halter des Fahrzeugs. Also insofern geht es einfach weiter. Wir sind noch mal im zweiten Thema angelangt. Das zweite Thema ist A380er. Das ist ja auch ein Thema, was mir am Herzen liegt. Und zwar Emirates befürchtet, da ein Riesenproblem zu haben, was Kapazitäten angeht, gerade an Capacity-Constrained Airport, so hat Timothy Clark das genannt. Das sind Flughäfen, die wie London, Sydney, aber auch, was hat er noch genannt, habe ich noch, Hongkong, New York, ganz genau. Und das sind Flughäfen, wo es halt wirklich nicht so viele Slots gibt, wie man braucht. Da muss man halt mit großen Flugzeugen kommen. Und man sagt jetzt ganz einfach, dass man da halt ein Riesenproblem hat. Und es gibt schon wieder einen Seitenhieb natürlich gegen die Freunde bei Boeing mit der 777X, weil man da halt nicht das Flugzeug in dem nötigen Tempo erhält, sagt er.
Und das ist halt das Problem. Tim Clark hat in der Khaleej Times, das ist eine UAE-Zeitung, gesagt, man müsste selber jetzt 1,5 Milliarden in die Nachrüstung der Flotte investieren. Auch Riesengeld. Und er sagt auch, dass man sich vom 380er trennen müsse. Aber er sagt, dass er es eigentlich gar nicht möchte, weil man in den 2030er Jahren halt wirklich diese Problematik mit den Flughäfen, die ich eben genannt habe, sieht. Und er meint, da muss irgendwas kommen, was 380er ähnlich ist. Und er glaubt auch weiterhin an das Drehkreuzkonzept. Das heißt also, dass diese Slots, also die Start und Landung, wie viel gemacht werden, zu welchen Zeiten, natürlich bei solchen Hubflughäfen dann ganz, ganz problematisch sind. Er sagt natürlich auch, dass er nicht glaubt, dass die Zeiten der Drehkreuz vorbei sind, weil Dubai kann ja nicht im Prinzip mehrere Flughäfen bedienen. Man sieht das ja, UAE sind relativ klein. Dann wären so Point-to-Point, dann wäre es eh ein Hub. Also insofern ist das halt auch ein Problem. Und da der Wunsch nach dem A380er Neo nicht erhört worden ist, er hat ja auch relativ viel Druck gemacht, sagt er einfach, ja, man hat 121 A380er, davon sind 67 im Moment aktiv und man möchte halt wirklich bis Mitte 2030 das Modell fliegen. Zur Flotte gehören auch noch weitere 124 777-300, davon sind 120 aktiv, also wesentlich mehr, und 10 Boeing 777-200, davon sind 9 aktiv und man hat dann natürlich noch 10 Frachter, wo alle natürlich aktiv sind, weil die Frachter ganz klar ja im Moment benutzt sind, werden. Es gibt auch noch offene Bestellungen, 50 A350-900 hat er offen und von Boeing 2 777 Frachter, 115 777X sowie 30 787-9er. Ja, was sagt ihr dazu mit der Flottenstrategie? Hat er recht, dass der 380er gebraucht wird? Ist das Hub-Konzept da ein Thema, was abgestellt werden wird irgendwann, weil man sagt, man macht so zum Beispiel Stuttgart, New York oder aber auch von jedem Kaff, dass man also nicht erst nach Frankfurt, nach München oder wohin auch immer, wenn jetzt Rom zur Lufthansa mit der ITA kommt, dahin fliegt und dann in die Welt. Was ist da eure Meinung? Ich freue mich, wenn ihr unten kommentiert. Heute in der Folge ein bisschen kürzer, ein bisschen hektischer, ein bisschen viele Leute im Hintergrund. Hier, da ist er, da läuft er. Also zumindest Action und live vom Flughafen. Ihr seht, in Schweden, in Arlanda passiert was. Ich selber freue mich schon auf meinen Flug. Was gibt's noch zu sagen? Denkt an den Stammtisch. 28.04. Berlin, 29.04. Zürich. Location-wise sind wir halt noch nicht ganz so weit, weil wir ja schauen, wo wir es machen. Wir haben einmal das Grand Hyatt, wie immer, als Option. Aber in Berlin haben wir einen Teilnehmer, der eventuell eine Location, also ein Restaurant zur Verfügung stellt, wo wir dann hingehen. In Zürich wäre es entweder das Hyatt Place oder das Hyatt Regency. Und das Piepen hier, weil irgendjemand eine Tür aufgemacht hat, die er nicht aufmachen sollte. Also ihr seht, das ist live, aber mache ich für euch. Also, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und immer wie immer dann denken, abonnieren, Glocke an, liken und kommentieren. Also, bis dann. Tschüss und ich melde mich von da, wo es warm ist.